Feuerwehr. Hoch. Statt mal so sein darf. Was ist denn jetzt so gut? Gut, gut. Auf ins Gemächt. Scheiße, jetzt weiß ich ja, was so unbequem ist. Das Ding ist eingeklappt hinten. Mach ich hier oben. Thank you.
Scheiße, hätten die Klappe ja nicht machen können. Ja, aber der Himmel hätten wir gar keinen Schatz. Nee. Ja. Ja. Mache ich eine Pause und bin hier oben. Und zwar mal tief Luft und so. Und dann gibt es Tage, da mache ich alle zu. Schlimmer ist eigentlich. Sieht noch die Reste. Zwei Stück mal drüber. Sag mal, geht's dir auch so, dass dir das Runterklettern unangenehmer ist als das Hochklettern? Nee. Mir ist das Runterklettern unangenehm. Ich genau. Ich bin auch schnell runter, aber irgendwie finde ich das unangenehm. Haben aber viele, die Höhenangst haben. Die können immer hochgehen, aber das wunderbar nicht. Ich habe kein Problem, so mit dem Runtergucken, mit dem Drüberbeugen, mich so auf den Rand setzen, die Beine baumeln lassen, weißt du? Ich bin ja aufgewachsen im 8. Stock. Also ich jeden Fall, weil wenn man nicht nach unten komplett ja. Sieht und dann runter. Ja.
waren in Österreich, da haben wir dann mal so einen kleinen Kletterkurs mitgemacht. Mhm. Halt an einer freien Wand. Ne? Das hat einen Mordspaß gemacht, mir jedenfalls. Glaube ich. Und meine Frau ist ja das erste Mal so die Wand hoch, sie war unglaublich schnell. Aha. Ja, so 10, 11 Meter ist sie dann hoch. Und ging dann so bis 13, 14 Meter, mehr war das nicht. Den hat sie einmal runtergeguckt und dann war Feierabend. Ging nichts mehr. Der war richtig vorbei. Okay. So, das haben wir schon mal offen. Dann haben wir das. Das heißt, ich brauche gleich nur den Imbus. Ich vermute mal, du hast hier nur die, ne? Nein, Quatsch, da unten. Doch, genau die sind eigentlich ganz gut. Ja, ist doch besser. Kannst du auch den Imbus, das ist egal. Der dicke, ne? Ja, das ist aber gut. Ich sichere das auch immer. Ja, auch so mal zu gucken, wie kann ich sichern, um halt auch hier einigermaßen Sicht zu haben. Ne? Ja. Ding.